Ihm scheinen die Augen zugefallen zu sein, denn auf einmal ist er da, ganz oben im Weltall. Die Erde ist nur noch als kleiner, blauer Ball zu sehen, während andere Planeten nun größer und näher erscheinen. Corgi entdeckt, zu seinem Erstaunen, einen Tierplaneten. Ein Planet voller Tiere. Gerade fängt es an zu regnen. Der Tierplanet ist ganz, ganz, ganz grün. Es gibt viele Wälder und oft Regen, aber dafür wohnen hier ausschließlich Tiere. Corgi kann gerade einige Affen erkennen, die sich von Baum zu Baum schwingen und Schutz vor dem kühlen Nass suchen. Sie fliegen weiter und Corgidein entdeckt einen Planeten für Tiere, die es kühl mögen. Den Eisplaneten. Dieser besteht aus Wasser und in ganz kühlen Regionen aus Eis. Corgidein sieht, wie kleine Eisbären im Schnee spielen. Und die älteren Bären gemütlich durch den Schnee tapsen. Taps, 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 taps. Die sehen so süß aus, wie sie langsam durch den Schnee gehen, dabei diese Taps Geräusche mit ihren Pfoten machen. Auf welchem Planeten der kleine Stern und ich wohl landen werden? Fragt sich Corgidein. Natürlich, der Planet der Hunde. Von weitem kann Corgidein bereits das Bellen auf diesem Planeten hören. Es ist ein wahrliches Hundekonzert. In all möglichen Sprachen und Tonhöhen wird gebellt. Manches Bellen ist eher dumpf und langsam. Wuff, 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 wuff. Manches eher hell. Und hoch. Wow, 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 wow. Corgidein fühlt sich so beglückt, dass er mitten in Gesang einsteigt. Wow, 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 wow. So kommen sie langsam dem Planeten näher und näher. Corgilein traut seinen Augen nicht, als er die vielen Spielplätze für Hunde entdeckt. Ein Spielplatz ist größer und spannender als der andere. Und da, da sind auch Parks sowie Restaurants und Geschäfte mit Wuff-Leckereien. Wow! Auch Bäche und Seen gibt es, in denen Hundewelpen gerade das Schwimmen beigebracht wird.
sich gerade so mit dem Kopf über Wasser halten, als sie auf dem Planeten landen. Setzt der kleine Stern Korgelein vorsichtig ab. Korgelein bedankt sich und schaut sich fragend um. Wo sind wir denn hier gelandet? Mitten in einem der schönsten Hundeparks, die er je gesehen hat. Alles ist so grün. Es gibt weite Wiesen, um richtig schnell zu rennen. Breite Wege, um mit seinen hündischen Liebsten spazieren zu gehen. Und duftende Blumen. Eine Blume wird gerade von einem Hund gewässert, der wie ein Schäferhund aussieht. Doch, Moment mal. Wo ist denn sein Kopf? Da ist ja gar kein Kopf. Korgelein schaut an dem langen Hals nach oben und entdeckt den Kopf inmitten der Baumkronen. Es ist das erste Mal, dass er einen Giraffenschäferhund sieht. Ein Schäferhund mit einem Hals so lang wie eine Giraffe. Und, oh Schreck, die Vögel, die zwitschern zwar wie auf der Erde und haben einen Schnabel, doch ihre Körper ähneln Hunden. Korgelein reibt sich die Augen. Ist das echt oder träume ich? So eine Vielfalt an Hunden hat Korgelein noch nie gesehen. Gespannt beobachtet Korgelein die Hunde und Hündinnen auf diesem außergewöhnlichen Planeten. Doch auch Korgelein fällt auf. Er scheint der einzige Welsh-Corgi Pembroke auf diesem Planeten zu sein. So bemerkt Korgelein eine Hundedame, die ihn mustert. Sie steht drüben vor einem Hundefriseursalon mit der Aufschrift Sophias Hundeverwöhnprogramm, das Beste im Universum. Sie schaut Korgelein direkt an und bellt in der angenehmsten Stimme rüber, die er je gehört hat. So zart. Wuff, 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 wuff. Korgelein lässt sich verzaubern und in Windeseile sind der kleine Stern und er bei der Hündin. Diese beschnuppert Korgelein unglaubwürdig. Plötzlich verzieht sie das Gesicht und hält sich die Nase mit ihren Pfoten zu. Korgelein ist irritiert. Sonst erhält er nur Komplimente, doch wo sie recht hat, hat sie recht. Und er erzählt ihr lachend von seinem Geburtstag und von der Reise ins Weltall. Daraufhin besteht Sophia darauf, Korgelein
ein Verföhnprogramm zum Geburtstag zu schenken und bittet ihn herein. Corkydein lässt sich das nicht zweimal sagen und sitzt schon auf einem der gemütlichsten Friseursessel, die er je gesehen hat. Weiter im Raum sitzt ganz gemütlich ein Hund, der die Tageszeitung liest und dabei Tee trinkt. Corkydein hört das Umblättern der Seiten und das Schlabbern am Tee. Sophia kommt herbei und beginnt mit dem Verwöhnprogramm. Besonders.